Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3 mit mir, den Simon. In der letzten Folge haben wir einen Boss getötet, der kein wirklicher Boss war, sondern ein ehemaliger Boss. Und wir sind gestorben, glaube ich, bei den großen Zauberern, ne? Ach ja, wir haben uns außerdem eine neue Waffe gemacht, ne? Oder hatten wir die schon beim Boss? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, mit der Waffe haben wir noch nicht beim Boss gespielt, oder? Auf jeden Fall ist der Plan jetzt. Ich fühle mich schon, als wäre ich wieder super lange irgendwie. Ganz seltsam. Der Plan ist, den Riesenzauberer zu töten. Der mich letztes Mal getötet hat. Das ist quasi Runde 2 von dem Fight. Oh, ja. Oh, 2 auf einmal ist jetzt aber ein bisschen doof. Oh, das ist noch nie passiert. Alter. Das hat voll wenig Damage gemacht. Können die mal damit aufhören? Das hat der Match gemacht. LOL! Alles klar, guter Start für die Folge. Ich habe gerade noch was aufgenommen, was ich mit Tastatur gespielt habe. Was verrate ich nicht. Das kommt noch. Und jetzt spiele ich mit Controller. Das fühlt sich irgendwie richtiger an mit Controller. Ich weiß nicht warum. Ich bin ja so ein alter Controller-Hase. Ja, das war Fail. Das hat keiner gesehen. Dass ich gegen diese Viecher verloren habe. Die sind aber auch weil auf einmal. Scheiße, das hat genau selber einfach gemacht. Sind halt aber auch auf einmal gekommen, ne? Ich weiß nicht, ob mein DPS besser war mit der anderen Waffe. Aber ich glaube fast, oder? Oder? Also ich mache auf jeden Fall mehr Schaden auf einmal, ne? Was eigentlich ganz gut ist bei Bossen, weil man ja sowieso nicht spammt bei Bossen, ne? Also Spam ist auf jeden Fall schwieriger geworden. So, wie mach ich nochmal meinen ganz krassen Shit? Ich glaube so und dann nach vorne, ne? Nee. Ach, gar nicht nach vorne. Ich glaube einfach nur schlagen, oder? War es das? Lol, der greift an. Oh, den one-shot ich. Lol. Nee. Oh. Okay, das hat mich gerade so noch gerettet. Oh oh. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Zauberer, aber der ignoriert uns. Okay, gut. Der Zauberer wird ein bisschen tricky sein, weil der halt ganz schön abgeht. Oh, da guck mal, der guckt mich schon an. Ganz am Anfang macht er halt seinen Fernkampfscheiß. Oder er sieht mich nicht und ignoriert den Fernkampfscheiß. Ich glaube, der macht keinen Fernkampfscheiß. Ich habe ehrlich gesagt sogar vergessen, was der macht. Er schlägt auf jeden Fall. LOL! Kam die von ihm? What the fuck? Kam das von ihm? Der war doch beschäftigt mit Schlagen. Okay, der Typ scheint interessant zu sein. Ich habe wirklich keinen Nachteil dadurch, dass ich sterbe. Also, oh, guck mal, da war Thorias. Kann ich einfach hier mich dran lang sneaken an den ersten? Ich will ja nicht immer fighten, ne? Das hat geklappt. Immer fighten ist doof. Der ist nicht mehr hinter mir, oder? Komm, geh weg. Der hier, der ist beschäftigt. Und dann hätte ich es eigentlich geschafft, ne? Auch der ist hinterher. Ach komm, wirklich, der kommt immer noch. Dass ich die nicht backsteppen kann, ist ein bisschen schade. Okay. Ach nö. Oh, ich habe beim Kämpfen nicht aufgepasst. Ach komm. Ja, leck mich doch. Mann, ey. Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Die auch nicht abbrechen kann, ne? Egal was sie machen, ich kann die nicht abbrechen, die Viecher. Ach Gott. Egal. Okay. Ugh. Ich hab deren ekliges Zeug auf mir. Okay, der Typ irgendwie. Irgendwie ist der ganz schön krass. Ich weiß auch nicht. Okay, der hat seine. Tatsächlich seine Spackos. Alter, die sind ja immer noch am Ballern. Alter, die sind ja immer noch am Ballern.
Okay, jetzt macht er seinen Kack nicht. Leute, ich hab ihn gar nicht anvisiert. Ich hab schon gedacht, warum mache ich keinen Damage? Ich weiß, dass der übel den Damage macht, wenn er mich trifft. Lol, jetzt habe ich ihn. Oh oh. Ich war greedy. Okay, er macht irgendwas. Ist tot. Aber ich glaube, jetzt kommt immer noch sein Scheiß. Oder? Nö. Verborgene Segnung. Yay, wir haben es geschafft. Ich habe eigentlich viel zu lange gebraucht. Wow. Titanitbrocken. Warum kacken nehme ich mit Titanitbrocken voll? Ich verstehe das nicht. Da ist irgendwas im Boden. Rechts bin ich noch gar nicht lang gegangen, ne? Ja, wir gehen erstmal rechts lang und dann gehen wir auf das offensichtlichste Ding. Und zwar das da in der Mitte, ne? Hier komme ich bestimmt noch hoch, da wo ich hin wollte. Zu den einen, der da immer ein bisschen gelabert hat. Grades Ringritterschwert, lol. Liegt hier einfach mal so. Hä? Der ist einfach runtergefallen. Cool. Ja, genau, hey. Du bist cool, ne? Sie lebt in Furcht. Okay, coole Story. The abyss hath yet to produce any such creature. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Was laberst du? Okay. Dark Souls Stuff. Labert Müll. Let the feast begin. Da sind zwei Eingegrabte. Vor denen habe ich Angst. Okay. Hier geht's aber dann auch nicht mehr weiter, ne? Da hoch konnte ich nicht, oder? Let the feast begin, Mama. Die labern so einen Müll. Ne, da oben ging es nicht hoch. Da sind große. Das da ist ein großer. Ich trigger erstmal einen. Okay. Ich werde safe spielen. Schön ein, zwei Schläge machen und dann wieder chillen. Und töten. Ich bin halt immer so... Der letzte Schlag, da hat dann echt noch richtig wenig Leben, ey. Das ist ganz knapp immer. Bam. Auf die Fresse. Okay. Tot. So. Irgendein Zeug, das ich nie wieder mehr angucken werde. Oh, ist ja noch einer. Ja, wenn ich mir erst das Item geholt hätte, wäre ich ganz schön. Alter. Okay. Ich heil mich. Auf die Fresse. Zack. Der hat mich nicht getroffen, glücklicherweise. Das war knapp. Oh, dann sind meine Seelen, aber ich hatte sowieso keine. Rechter Arm des Predigers. Lol. Von den Großen, ne? What? Das ist eine... Das ist ein Zauberstab oder so eine Kacke, oder? Da ist er. Stab. Schlagstock. Ich kann es benutzen, oder? Hier kann ich nicht, oder? Lol, doch kann ich. Das braucht Intelligenz 14. Warum habe ich 15 Intelligenz? What the fuck? Ich habe keinen Zauber. Das ist, glaube ich, Zauberstab. Wie geil ist das denn? Lol. Das ist dumm. Okay, alles klar, Dark Souls. Ich zaubere mit den abgehackten Armen von so einem Zauberer, weil der ist magisch. Also muss seine Hand auch magisch sein. Macht ja nur Sinn, ne? Okay. Den habe ich nicht gesehen. Ach komm. Ich wollte wegrollen. Okay. Bam. Hat leider nicht gereicht. Ich hätte auch einen normalen Angriff machen können. Aber gut. Gehen wir ganz in die Mitte, ne? Das sieht safe aus. Okay. Cool. War safe. War ich bei dem Ding schon? Ich will halt das Offensichtlichste als letztes machen, weil ich ja immer alles machen möchte. Komm, geht weg. Nö, hier ist aber nix. Dann gehen wir einfach mal ein bisschen in Deckung, damit uns der andere Typ da nicht angreift. Und gehen dann schön hier lang. So, zu diesen
versunkenen Gebäude. Geh weg. Ach man. Jetzt muss ich ihn fighten. Die Fehler sind eklig zu fighten, weil man denen irgendwie so geht, so Schaden macht. Und der letzte Schlag ist halt irgendwie, ach, der hat halt kein Leben mehr. Ach komm, geh doch weg. Und die Kleinviecher machen voll den Damage, lol. Alter, jetzt gehen die weg. Okay, alles klar. Sehr gut. Lass mich bloß in Ruhe. Okay, dann fighten wir die Typen mit dem dunklen Herzen. Die waren hart, Simon, ne? Dran erinnern, dass die krass werden können. Alter. Warum ist das kein Backstep? Okay, er macht Spin to Win. Okay. Okay, endlich ein Backstep. Lol, der Backstep damit ja voll anders. Hör ich dann noch einen? Nee, oder? Das war glücklicherweise daneben. Aber er ist trotzdem irgendwie geboostet, ne? Bam! Okay, den haben wir. So. Ich mag eigentlich langsame Waffen. Langsame Waffen sind erstmal... Ich weiß, das ist eigentlich übel mein Spielstil. What the fuck, das sind 1 Million Items. What the fuck? Oh, dann ist auch noch was. Und wo komme ich da denn hin, hä? Lass erstmal das hier abchecken. Ich bin trotzdem hammer verwirrt. Die sind wiedergekommen. Verpisst euch! Das ist ein Scherz. Oh. Okay. Der ist instant getriggert. Der hat... Ach, der hat den Flammenwerfer. Soll wie er nebenbei noch angreift. LOL. Der kam auch schon der nächste. Fuck, ey. Alter, die sind ultra strong. Was hat der denn gemacht? Ey, die sind echt strong, die Typen. Also, irgendwie... Wenn er sein Feuerschwert anmacht, ne? Alter Schwede, ich bin ganz schön oft am Sterben auch in der Folge. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich werde jetzt den bescheuerten Weg gehen, damit ich nicht gegen diese Viecher kämpfen muss. Weil das nervt, wenn man das 5000 Mal machen muss. Gerade im Let's Play. Okay. Oh lol. Der respawnt ja. Hab ich voll vercheckt. Hä, aber gerade war der nicht da und gerade bin ich auch gestorben, oder nicht? Bin ich dumm? Oh, oh. Oh Gott, der hat mich halt entdeckt. Oh, das sind die Magier. Das sind die Typen, die den Scheiß da machen. Kommt das immer noch? Was? Will er mich jetzt verarschen? Out of range. Jetzt bin ich aber out of range, oder? Gott sei Dank, ey. Das kleine Drecksviecher, ne? Ich raste aus. Okay. Ach komm. Die wollen immer hochfliegen und dann zerschmetter ich die. Oh Gott, scheiße, ja. Ich will die eigentlich hier fighten, die Typen. Aber hier ist jetzt der. Okay, gerade sehr unangenehm. Ich habe gerade nicht so viel Ahnung, wo ich die fighten soll. Ich kann halt nicht alle auf einmal fighten, wa? Okay, wer kommt als erstes? Die sind... Warum programmiert man die so, dass beide kommen? Drei! Wer fightet denn drei von denen auf einmal? Okay, die haben keinen Bock mehr. Es ist eine sehr kack Situation gerade. Komm.
Muss halt einfach übel aufpassen. Das reicht auch nicht, wenn ich nur schwere Attacken mache. Alter, einer von euch muss jetzt halt als erstes kommen, wisst ihr? Okay. Haha, Trollerlol. Okay, da haben wir einen. Haha, lol, wie ich ihn nochmal umgedreht habe. Okay. Alter, ich hatte nichts mehr an Ausdauer. Ich habe halt übel gespammt. Okay. Fuck, ey, ich wollte gerade angreifen. Ich habe gerade ein bisschen risky gespielt. Einfach weil ich Damage machen wollte. Okay, Alter. Ah, nice. Okay, das muss ich einfach komplett ausweichen. Lol. Haha. Alter, Ausdauer! Holy shit, ich weiß nicht, wo der Abgrund hier ist. Oh Gott, oh Gott. Ach, scheiße. Okay, cool. Ich hab nochmal angegriffen. Alter Schwede, ey, die Typen, ne? Ich hab jetzt keinen Bock, gegen den letzten da zu verlieren. Okay, komm ran. Oh? Oh. Range! Hat verloren. Range! Nochmal. Und das war's. Die 2-Kombo ist ganz nice. Und jetzt nochmal. So, er hat geblockt. Und zack. Oh, so kann man auch spielen, ne? Eine Titanit-Chop, oha, die ist übel viel wert. So kann man eigentlich auch spielen, ne? Zweihändig. Das geht eigentlich auch ganz gut. Oh. Da will ich nicht lang. Der sieht mich nicht, wenn ich hier oben lang laufe, oder? Oh, ich kann hier von oben angreifen. Uiuiui. Das ist aber angenehm. Oh, lol. What? Ich habe mich gedacht, was ist das denn für ein Feuerball, den ich da höre? Das sind Drache. Das ist der Drache. Der Drache, der verflucht ist. Der verfluchte Drache. Okay, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Alter. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe halt echt richtig Angst gerade. Deshalb werde ich auch dazu switchen. Alter. Okay. Der Drache, der ist aber ganz schön cool da oben jetzt, ne? Das ist der Drache, der die schlafende Prinzessin bedroht oder so. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Ich habe wieder das Gefühl, dass wir in dieser Folge nicht weit gekommen sind. Es ist einfach, wenn man ein, zweimal stirbt in so einer 20-Minuten-Folge, dann ist das irgendwie schon krass. Da steht er. Hm. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Okay. Warum er gerade mich als Challenger ansieht. Ach, hier komme ich einfach da weiter. Okay, verstehe. Ja. Mehr ist hier scheinbar nicht, oder? Ich glaube, das war alles. Da waren eigentlich nur so ein paar von diesen Idioten. Von diesen idiotischen Typen, die übel viel Zeit genommen haben. Und ich habe den... Ja, okay, ich habe immer den... Einmal besiegt, den großen Typen da, ne? Das ist echt nichts... Kein Geheimnis? Okay.
Hätte ich jetzt gedacht, eigentlich. Kann ich mir eine Abkürzung freischalten? Der wird halt irgendwas machen. Auf jeden Fall. Da unten sind noch Items, das weiß ich. Zeit für Sprint, oh weia. Kann ich hier nicht? Oh? Maybe, vielleicht. Oh Gott, hier kann man ja überall noch irgendwie lang. Ah! Ja, geil. Okay. Okay, jetzt fühlt sich das an, als hätten wir es geschafft in der Folge. Versuch Nachahmung, sozusagen Sumpf. Okay, hier stehen Hieroglyphen. Kann ich das lesen? LOL. Zeigt eure Menschlichkeit. Was? Versuch Nachahmung, sozusagen Sumpf. What? Ich habe keine Ahnung, was ihr mit zeigt eure Menschlichkeit meint. Tja, ich würde aber sagen, können wir einmal rasten? Da sind keine Gegner auf dem Weg, ne? Könnten rasten, aber es ist unnötig. Wir haben eigentlich noch genug Leben, wisst ihr. Ich werde die Folge jetzt hier beenden. Und wir haben auf jeden Fall den Sumpf endlich hinter uns gebracht, dieses Kackloch da, ey. Wir werden hier noch ein paar Items aufsammeln und dann werden wir wahrscheinlich übel den Run machen gegen den Drachen. Ja, bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.